Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Tutorial hier auf meinem Kanal. Ja, es ist wird jetzt nicht das geplante Tutorial, was ich eigentlich machen wollte. Das war ein Teleporter. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Warum seht ihr jetzt? Und das ist auch der eigentliche Grund für dieses Tutorial. So, da ich momentan nicht die Möglichkeit habe, über Global Offensive zu mappen, weil die netten Herren von Valve das ein bisschen kaputt gepatcht haben und ich keine Lust habe, da jedes Mal irgendwie über Play Offline with Bots und bla 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 zu gehen, bin ich gezwungen, für Counter-Strike Source zu mappen, auch wenn ich das nicht mehr machen wollte. Naja, auf jeden Fall bin ich ganz normal vorgegangen, habe mir Source SDK wieder runtergeladen, wollte den Hammer-Editor starten, soweit so gut. Der Hammer-Editor startet. Ich wollte eine neue Map anlegen und Error. Failed to load the default Scheme file. The map views may be missing some visual elements. Okay. Oder X. In dem Fall völlig egal. So, das ist das Ergebnis. Das ist scheiße. Dann habe ich mich für kurze Zeit in der Ecke verkrochen, ein bisschen rumgeweint und alles für scheiße befunden. Und bin dann zurück zu meinem PC gekrochen, bis mir dann eingefallen ist, Moment mal, Valve hat doch vor einiger Zeit die Beta-Tools released, damit die ihre Spiele besser updaten können. Was natürlich dann für die Mapper alles viel, viel umständlicher macht. Naja, was heißt viel, viel, aber es ist nerviger wie ich. Genauso wie bei Global Offensive. Ja, die Beta-Tools. Um dieses Problem zu lösen, gibt es einen ganz einfachen Weg. Wir gehen in unsere Spielebibliothek und dann in das Spiel, was betroffen ist. In meinem Fall ist es Counter-Strike Source oder eventuell bei euch dann Day of Defeat Source etc. Orange Box. Machen einen Rechtsklick auf das Spiel, klicken auf Eigenschaften und sehen, wir haben hier einen neuen Reiter, der heißt Betas. In diesem Reiter Betas befindet sich hier ein Dropdown-Menü, ein Pulldown-Menü, in dem wir auswählen können SDK Tools Beta, includes files needed to make und so weiter. Was auch immer dann noch kommt, das wollen wir anwählen. Sobald wir das gemacht haben, sehen wir, Counter-Strike Source fängt an, irgendwas abzudaten. Was geht da vor sich? Das erkläre ich euch jetzt. Wir können dieses Fenster schließen. So, was der jetzt macht, ist, er lädt die aktuellen Dateien runter. Das dürfte nicht allzu lange dauern, wie man sieht. Auch bei euch nicht, auch mit langsamerem Internet nicht, weil so viel passiert da nicht. Und sobald er fertig ist, na, 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 99. Ja, ein bisschen noch. Ein bisschen noch, bitte. Eine kleine bisschen. Dankeschön. Sobald er fertig ist, erscheint hier SDK Tools Beta. Das heißt, wir sind jetzt, wir haben die neuen, in Anführungsstrichen, neuen Tools runtergeladen und das Ganze funktioniert jetzt ein bisschen anders. Der Hammer-Editor sitzt jetzt im Counter-Strike Source-Verzeichnis und wir müssen ihn jedes Mal per Hand starten. Clap, 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 Valve. Super Arbeit. Dafür gehen wir in unser Steam-Verzeichnis. In den Unterordner Steam Apps, in den Unterordner Common, in den Unterordner XYZ, in meinem Fall Counter-Strike Source, in den Unterordner Bin und dort, wenn wir ein bisschen runter scrollen, sehen wir Hammer, Hammer. In dem Fall eine Anwendung, also eine Exe-Datei, Hammer, die starten wir. Ich hätte auch einfach doppelt draufklicken können. Und wir sehen, der Hammer-Editor öffnet sich ganz gewohnt wie sonst auch. Nur, dass wir jetzt Source SDK nicht mehr starten. So, und wir sehen auch, wenn wir jetzt eine neue Map anlegen. Oh, wir legen einen Block an. Es funktioniert wieder. Und so dürft ihr jetzt jedes Mal vorgehen. Viel Spaß bei den Beta-Tools. Bis dann.